Die Porzellanfabrik in Annaburg in Sachsen-Anhalt hat nach 140 Jahren den Betrieb eingestellt. Heute sollen 3 Schornsteine dem Erdboden gleichgemacht werden. Sprengmeister Karl-Heinz Bühring und sein Lehrling Jörg Detering bereiten die finale Zündung vor. Exakte Vermessung und Berechnung sind ein Muss für dieses Projekt. Wir sagen mal U29, hast du gesagt. Ja. Wir brauchen 50% als Sprengfeld. Ja. 29 sind 4,60 Meter der Hälfte. Genau. Auf 1 Meter Höhe müssen Mauerteile rausgestemmt werden. So kann das Team die Fallrichtung bestimmen. Das wird der erste Fallschild. Den wir damit machen wir jetzt rausstemmen. Drüben machen wir den zweiten rein. Und damit der Baggerfahrer genau weiß, wo er den Turm aufbrechen soll, markiert der 71-Jährige die Stellen. So, jetzt kommt der Bagger, der stemmt das Loch ein, damit wir die Wandstärke sehen. Genau. Und dementsprechend werde ich dann die Bohrlochanlage festlegen. Baggerfahrer Rolf soll dem Sprengprofi das Tor zum Innenleben des Schornsteins, der sogenannten Esse, öffnen. Rolf, ist bloß ein kleiner Schlitz. Es kann auch wieder Futter drin sein, also wieder vollkommen auf, bis wir reingucken können. Drüben ist das andere Teil schon dran. Wenn du fertig bist, fährst du rum, machst die andere Seite und dann bist du entlassen für heute. Bei mir hier. Jetzt öffnen wir den Schornstein. Das nennt sich Fallschlitz, was wir dort einbringen. Der lenkt den Schornstein auch morgen beim Kippen. Und das gleichzeitig sehe ich daran, wie stark die Wandstärke ist. Ich kann ja nicht durchgucken. Und Unterlagen gibt es keine mehr. Also folgedessen behelfen wir uns auf diese Art und Weise und lassen den Schornstein einmal aufmachen. Um das Anbringen der insgesamt 100 Sprengladungen und die komplexe Verkabelung schnell über die Bühne zu bringen, wird jede Hand gebraucht. Sogar Bürokollegin Judith packt mit an. Normalerweise mache ich die Sachen im Büro, aber man sieht ja, wenn das so Hand in Hand geht, dann ist auch eine gewisse Geschwindigkeit einfach dabei. Es ist ein sichereres Arbeiten, weil jeder eben nur die Verantwortung für diese eine Aufgabe hat, wobei letztendlich natürlich Karl-Heinz die allumfassende Verantwortung hat. So, los, Attacke. Ich habe einen Stock, nimm schon mal hin. Jetzt geht es in die nächste Kabelrunde. Damit alle Ladungen gleichzeitig in die Luft gehen, müssen weitere Zündschnüre verlegt werden. Gut. Ja, Moment. Leg erst mal hin. Ja. Jeder Handgriff muss sitzen. Ein Kabelsalat könnte wortwörtlich explosive Folgen haben. Die innere Spannung, den inneren Druck, den er hat. Weil es gibt ja immer die Zeit, des Zündzeitpunktes entgegen. Und desto näher da kommst, desto mehr Anspannung hast du. Ich sag mal, wenn du nervös bist, dann fängst du an zu zittern und zu machen. Das bin ich nicht. Ich mache das in Ruhe, ich weiß, was ich hier gemacht habe. Und alles sehen wir nachher nach 15 Uhr. Ja, wie gesagt, Jörg, stell mal gleich rein. Ich hatte einer, der Zettel dran hält. Die Vorbereitungen für die geplante Sprengung in Annaburg liegen in den letzten Zügen. Auf mehrere Schichten Vlies folgt Maschendrahtzaun. Beides soll bei der Detonation verhindern, dass angrenzende Gebäude beschädigt werden. Der höchste Turm mit 56 Metern bekommt noch eine zusätzliche Schutzschicht. Denn nebenan ist ein Friedhof. Also der Schornstein Nummer 3 ist jetzt folgendes. Der Rolf weiß Bescheid, die 4 Betonplatten in seinen Greifer nehmen, schräg auf Hochkant anstellen, bis über die Rauchgaskanalöffnung. Friedhofsabsicherung. Zwecks Friedhofsabsicherung, genau. Und dann kann er wegfahren, fährt den Bagger gleich vorne hin. Dann kommt der Container rein. Wenn wir den Container drin haben, ziehen wir unsere Strippe. Mhm. Und dann wird die messen und dann ist alles scharf. Und wir brauchen 15 Uhr, peile ich an. Die Anspannung bei Sprengmeister Karl-Heinz steigt. Es ist immer eine große Herausforderung für mich, immer noch nach 43 Jahren. Gerade wie die beiden Schornsteine sind nicht so das Problem. Aber der ist eben das Problem hier hinten in der Ecke. Vor allem, der muss ja nur hinauffallen. Ja, und wenn das nachher funktioniert hat, dann bin ich 2 Meter größer, 3 Zentner leichter. Und dann kann ich auch noch was essen und auch was trinken. Dann bin ich auch zufrieden. Alle 3 Schornsteine werden nun mit dem finalen Zündkabel verbunden. Insgesamt wurden 100 Zünder verbaut. Du gehst jetzt zu dem anderen Schornstein, gehst einmal ringsrum und kommst von daher. Zu dem ersten hier, zu dem 602er. Alles dann machen wir erst alle. Mein Auto muss ja auch noch raus. Genau, deshalb. Und dann gehe ich dann noch mal einmal rüber zur 1.
Wir bringen jetzt alle drei Schornsteine zündungsmäßig in einer Reihe. Im 4-Sekunden-Takt sollen die Schornsteine fallen. Letzte Sicherheitsvorkehrungen stehen an. Jetzt darf nichts mehr schiefgehen. Sämtliche Zugänge werden verschlossen. Und an gewissen Punkten, die wir festgelegt haben, kommen Sicherungsposten, die ich jetzt einteilen werde, die die Zeichengebung bekommen. Und dann gehen die alle auf ihre Position. Und 5:05 gibt es das erste lange Signal. Und 3:01 das zweite, zweimal kurz. Und dann drückt er mir alle die Daumen, dass das funktioniert. Die Sicherheitsposten beziehen auf dem Fabrikgelände ihre Positionen. 55 Kilogramm Sprengstoff sind verbaut. Das Zündkabel muss nur noch angeschlossen werden. Letzter Check der Sicherheitsposten. Jetzt tickt die Uhr. So, an alle, letzte Abfrage. Ich fange bei Jörg ein. Jörg, deine Position, wie sieht's da aus? Alles in Ordnung, alles grün. Stefan, bei euch alles noch grün? Alles grün. Mario? Alles grün, Kalle. Danke euch, Sprengung in 5 Minuten. Annaburg in Sachsen-Anhalt. In einer einstigen Porzellanfabrik werden gleich 3 Schornsteine in die Luft gejagt. Sprengmeister Karl-Heinz Bühring hat mit seinem Team alles vorbereitet. 100 Sprengladungen sind verbaut. Achtung, Zündung! Frau Stolte. Hast du richtig gut gemacht. Wie immer. Danke. 3 Sprengungen auf einen Schlag. Somit hat sich Karl-Heinz Sprengbilanz auf 603 erhöht.